wie zum Beispiel Spenden. Nein, weit gefehlt. Schauen wir uns die Daten aus dem Jahr 2009 an. Beide Kirchen hatten zusammen Einnahmen von etwa 9,4 Milliarden Euro aus Kirchensteuer. Beide Kirchen jeweils zwischen 4 und 5 Milliarden Euro. Zusätzlich aber unterstützte der Staat, das heißt der deutsche Steuerzahler, egal ob katholisch, evangelisch oder konfessionsfrei, die beiden Kirchen mit über 19 Milliarden Euro zusätzlich zu den 9,4 Milliarden aus der Kirchensteuer. Das ergibt zusammen eine Summe von fast 30 Milliarden Euro. Eine opulente Ausgangsbasis für zwei Organisationen, deren Hauptzweck die Weitergabe der Botschaft Christi ist. Betrachten wir einmal detaillierter, aus welchen Teilbeträgen sich die 19 Milliarden staatlicher Zuwendungen zusammensetzen. Da haben wir zunächst den Einnahmeverzicht des Staates von 3 Milliarden Euro, weil die Kirchensteuer eine Sonderausgabe ist. Weiterhin spart die Kirche Kosten von 1,8 Milliarden Euro, weil der Staat für sie die Kirchensteuer einzieht, und 280 Millionen Euro, weil die Arbeitgeber die Kirchensteuer abrechnen. Hinzu kommen Donationen der Bundesländer von etwa 440 Millionen Euro, deren Grundlage jahrhundertealte Verträge zwischen Staat und Kirche sind, deren Gültigkeit durchaus Gegenstand von Diskussionen ist, und Kirchenbaulasten von über 100 Millionen Euro, die die Steuerzahler tragen. Im Gegenzug sparen die Kirchen über 2 Milliarden Euro jährlich, weil sie steuerbefreit sind. Beispielsweise müssen die Kirchen keine Steuern auf Zinseinkünfte und Immobilien zahlen. Und sie müssen auch keine Gebühren für eine Baugenehmigung, für den Notar, für ein Gericht oder für Sendezeit in öffentlich-rechtlichen Medien bezahlen. Der Staat bzw. die Steuerzahler gewähren den Kirchen auch noch Bauzuschüsse von fast 300 Millionen Euro pro Jahr. Nicht zuletzt verzichtet der Staat auf 600 Millionen Euro aufgrund der steuerlichen Absetzbarkeit von Kirchenspenden. Und er bezahlt über 500 Millionen Euro für die Ausbildung des kirchlichen Nachwuchses an theologischen Fakultäten. Aber das ist erst die unwesentliche Spitze des Eisbergs. Und damit kommen wir zu meinem Lieblingsthema, dem Etikettenschwindel. Denn nicht überall, wo Kirche draufsteht, ist auch Kirche drin. Sehr oft sind stattdessen der Steuerzahler, also wir alle, drin. Beispiele. Die konfessionellen Kindergärten werden zum überwältigenden Teil vom Staat bzw. von den Steuerzahlern und den Beiträgen der Eltern finanziert. Die Kirchen selbst tragen nur einen geringen Bruchteil der Kosten. Im Jahr 2009 hat der Staat, also haben die Steuerzahler, konfessionelle Kindertageseinrichtungen mit fast 4 Milliarden Euro finanziert und damit auch die dort stattfindende missionarische Aktivität. Der Staat, das heißt, wir Steuerzahler zahlen auch den Religionsunterricht bzw. die Religionslehre an Schulen mit etwa 1,7 Milliarden Euro pro Jahr. Und auch die Konfessionsschulen, also evangelische oder katholische Schulen, werden zum überwältigenden Anteil vom Staat bzw. Steuerzahler finanziert mit über 2 Milliarden Euro pro Jahr. Zusätzlich bezahlt der Steuerzahler über 350 Millionen Euro für die kirchliche Familien- und Jugendhilfe, etwa 100 Millionen Euro für kirchliche Erwachsenenbildung und kulturelle Betreuung, 32 Millionen Euro für die Militärseelsorge, 12 Millionen Euro für die Anstaltsseelsorge und immerhin noch 1,8 Millionen Euro für die kirchliche Polizeiseelsorge. Ein besonders interessanter Posten ist die Auslandsarbeit der deutschen Kirchen, die der Steuerzahler mit satten 270 Millionen Euro unterstützt. Dazu gehören auch die Missionsaktivitäten unserer Kirchen. Das heißt, mit unser aller Steuergeld findet christliche Missionierung im Ausland statt. Ich hoffe sehr, dass nicht ein Teil des Geldes auch noch dazu verwendet wird, den Gebrauch von Kondomen in Afrika und Südostasien zu verteufeln. Zum krönenden Abschluss noch die Top-Highlights in Sachen Etikettenschwindel. Krankenhäuser in kirchlicher Trägerschaft, oft daran zu erkennen, dass sie nach einem Heiligen benannt sind, werden keineswegs oder nur unwesentlich aus Kirchensteuermitteln finanziert. Die Investitionskosten für den Bau tragen die Bundesländer, die Behandlungskosten für die Patienten zahlen selbstverständlich die Krankenkassen. Gleiches oder Ähnliches gilt auch für christliche Pflegeeinrichtungen und Altenheime. Hier werden die Kosten aus den Pflegesätzen der Kassen und den ja nicht ganz unerheblichen Zusatzgebühren getragen, die die Patienten oder deren Angehörige zahlen müssen. Ich hoffe, ich habe mit diesen erstaunlichen Erkenntnissen jetzt niemandem die gute Laune verdorben. Offensichtlich ist, dass hier ein akuter Handlungsbedarf der Politik besteht. Wir können gespannt sein, wie die Politik diese Aufgabe angehen wird.
Falls Sie an Hintergrundinformationen zu den genannten Zahlen interessiert sind,